danke auch Alex und zweite Mannschaft oder U23 von Renegade für das Match. Ich bin heute hochzufrieden. Was soll ich meckern? Die Jungs haben in der letzten Wettkampfwoche des Jahres wirklich Gas gegeben in Konstanz in der Halle. Das hat sich ja angedeutet, dass wir heute eine Frische haben und eine gute Energie haben und sind auch wirklich gut ins Spiel reingestartet. Und hervorzuheben ist die Abwehrleistung in Verbindung mit dem Torwart-Trio. Ja, also Tom mit einer wirklich starken Leistung, seine beste Leistung im HSG-Trio. Und Max, der dann unser spielender Torwart-Trainer in der gesamten Hinrunde, der dann auch noch 7 Meter hält und dann die ersten Minuten überhaupt für Konstantin, der auch am Schluss auch nochmal angedeutet hat, dass er uns auch wirklich helfen wird im weiteren Saisonverlauf. Von dem her tolle Abwehr, tolle Torhüter, fantastische Fans. Ich habe wirklich 60 Minuten lang mich gefühlt wie zu Hause. Dauerfeuer von der Tribüne und ja, bin sehr zufrieden, Trainer zum Jahresabschluss. Man hat gerade in der Kabine zu den Jungs gesagt, der Traum lebt. Wir wollen versuchen, in dieser starken Staffel unter die Top 2 zu kommen, um an der Aufstiegsrunde teilzunehmen. Das ist unser Ziel. Dass das alles andere als selbstverständlich oder leicht ist, das haben wir, glaube ich, in der Hinrunde erlebt. Keine Bilderbuch-Hinrunde oder keine Bilderbuch-Saison bis jetzt für uns mit vielen Hürden, die es zu überwinden galt, mit Verletzungen oder Verletzungsproblemen schon vor dem ersten Training. Und da sind wir nach meiner Auffassung jetzt summa summarum ziemlich gut durchgekommen und stehen da oben drinnen und der Traum lebt. Und das könnte auch ganz anders aussehen. Ne? Lukas Köder spielt auf Rechtsaußen fast durch diese 15 Spiele. War unter der Woche auch infekt, also er hat Donnerstag gar nicht trainiert und gestern nur sehr reduziert trainiert, spielt heute wieder 45 Minuten Vollgas. Also sehr, sehr hohe Verlässlichkeit. Verschiedenste andere Verletzungen könnte ich lange aufzählen, aber ja, unterschiedliche Schwierigkeiten. Wir hatten Matches, wo wir früh in der ersten Halbzeit zentrale Spieler mit roten Karten verloren haben und so weiter. Und diese ganzen Hürden haben wir angenommen, hatten wirklich auch eine schwere Phase mit zwei sehr harten Rückschlägen in Heimspielen. Wohlgemerkt, die beiden Niederlagen aus diesen 15 Spielen resultieren aus Heimspielen. Das ist auch ungewöhnlich, dass wir auswärts ungeschlagen sind und dann zu Hause da Punkte abgegeben haben. Ja, es glaube ich, ist alles drin gewesen und es wird auch in der Rückrunde wieder alles auf uns warten. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Fans da diese zweite Saisonhälfte anzugehen, beziehungsweise wir in unserem Kopf dritteln das Jahr, weil wir gesagt haben, es gibt eine Hinrunde, es gibt eine Rückrunde und dann eben hoffentlich, das ist unser Ziel, dafür arbeiten wir vermutlich auch ein bisschen mehr, nicht als die Jungs hier, aber ein bisschen mehr als die meisten normalen Drittligamannschaften und das wollen wir erreichen und davon träumen wir, dafür arbeiten wir und ja, das ist unser Ziel. Ja, schönen guten Abend, Gratulation an Jörg und die ganze HSG, auch die Fans, die heute dabei sind, zu einem verdienten Auswärtssieg. Ja, war heute ein Klassenunterschied. Ich denke, so ehrlich muss man sein. Konstanz hat es auf den Punkt gespielt, über 60 Minuten. Die ersten 20, 25 Minuten, denke ich, konnten wir mithalten, haben uns gut vorbereitet, Würfe genommen. Jörg hat es angesprochen, Tor der Leistung von der HSG heute überragend. Dann ärgert es mich ein bisschen in Richtung ja, Halbzeitpfiff, dass wir da wieder nachlassen und Konstanz eigentlich die Möglichkeit geben, auf 4-5 wegzuziehen. Zweite Halbzeit kommen wir ganz schlecht rein, Chancenverwertung. Es ist dann auch personell schwierig, da ist die HSG natürlich in der Breite sehr, sehr gut besetzt. Und wenn unsere Jungs, auf die wir jetzt bauen, vielleicht nicht den glücklichsten Tag haben, dann ist es schwer, auf so einem Level mitzuhalten. Und von daher, ja, ganz verdiente Auswärtssieg, Gratulation an die HSG. Ja, da kann ich mich gut erinnern, wo ich mit Kai den Vorbericht für die Saison geschrieben habe und unser Ziel ausgegeben habe, das ist der Klassenerhalt. Und so ehrlich muss man sein, wir sind dazu da, junge Spieler zu entwickeln. Wir hatten letztes Jahr überdurchschnittlich talentierte Spieler. Wir haben auch dieses Jahr wieder coole Talente mit dabei, die sich entwickeln. Aber wir können auch nicht davon ausgehen, dass wir das in diesem Maße Jahr für Jahr eben aus der A-Jugend auch hochbekommen. Dementsprechend stehen wir auf einem Platz, der den Nichtabstieg bedeuten würde. Was dieses Thema angeht, sehe ich uns erstmal im Soll. In Summe, die Vorrunde Revue passiert, fehlen uns aus meiner Sicht 3 bis 4 Punkte. Ein Punkt in Pforzheim, den wir leichtfertig haben liegen lassen. Und dann kann man sich aussuchen, vor 2 Wochen hier daheim gegen Leutershausen oder noch das ein oder andere Spiel.
Das wären so 3-4 Punkte gewesen, wo ich sage, wir holen das Maximale, was aktuell geht, raus. Jetzt sind wir so 3-4 Punkte hinter dem Maximalen, was wir rausnehmen konnten, aber dennoch sind wir auf Kurs Klassenerhalt. Und damit muss sich, glaube ich, diese Saison jeder, der es mit uns hält, auch anfreunden, dass wir schauen müssen, unsere Punkte Woche für Woche zusammenzubasteln und erstmal nicht in die vergangenen Zeiten zurückblicken, sondern die Gegenwart sieht so aus, dass es nur heißen kann, Klassenerhalt. Bist du dann mehr oder weniger auch zuversichtlich für die Rückrunde, wenn man wieder auf die verletzten Spieler zurückgreifen kann? Ja, da bin ich sehr zuversichtlich. Ich habe diese Woche Max Trost und Jan Kraft schon im Training gesehen gehabt. Mauni Gruppe trainiert bei der Bundesliga auch schon wieder voll mit. Die Jungs kehren im Januar in unserem Kader zurück. Das sind ganz erfahrene Leute. Erfahrung tut uns gut in solchen Spielen. Wir sehen heute in Überzahlsituationen, wo wir unsere Probleme haben. Und ja, da bin ich froh, wenn unser Spielmacher Jan Kraft zurückkehrt. Da bin ich froh, wenn mit Max Trost wirklich ganz viel Zweitliga- und Drittliga-Erfahrung zurückkehrt. Und Mauni Gruppe als langjähriger Kapitän der A-Jugend wird uns auch gut tun. Von daher, ich bin zuversichtlich. Ich gehe auch davon aus, dass wir nächste oder für die Rückrunde den einen oder anderen Punkt mehr ergattern können und werden. Und dementsprechend ziehen wir uns jetzt ein bisschen ins stille Kämmerlein zurück, holen 2 Wochen lang Kraft und dann geht's im Januar wieder weiter. Wie viele Punkte, wenn du Punkte angesprochen hast, bräuchten wir nach deiner Schätzung, dass wir das momentan schwankende Schiff sicher noch in den Hafen bekommen? Also mein persönliches Ziel sind 13 Punkte. Wir haben 9 jetzt in der Vorrunde erreicht, 13 Punkte ist das Mindeste. Und ja, Woche für Woche, die Drittliga ist eine schwere Liga. Jörg hat es angesprochen, das gilt für Jörg im oberen Tabellendrittel genauso wie für uns, auch wenn es sich jetzt so darstellt, dass es 3 Vereine gibt, die ja, sich nach unten orientieren, aber im Sport ist alles möglich und dementsprechend werden wir uns da vorbereiten, dass wir eben auf mindestens die 13 Punkte in der Rückrunde auch kommen. Schönen Dank. Ja, die Trainer haben soweit alles gesagt, dann möchte ich an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an unsere Sponsoren und Gönner bis hierher richten. Weil ohne die geht auch im Handball gar nichts. Euch allen darf ich ein schönes Wochenende wünschen, frohe, vor allen Dingen ruhige Weihnachten. Bleibt gesund oder werdet gesund und schaut wieder vorbei bei unserem nächsten Heimspiel. Das dann wäre am Freitag, 19. Januar um 20.30 Uhr, aber dann in der Trainingshalle den HBW Badingen Waldstätten zu Gast. Euch einen gesunden und fröhlichen Nachhauseweg. Wir sehen uns dann am letzten Spieltag der Runde wieder bei eurem letzten Einspiel. Schönen Dank, tschüss und auf Wiedersehen.